25. Pirine, später Abend. Der Regen hat eingesetzt und im Laufe des Tages hat es bereits begonnen zu dämmern. Der Frühling zieht ein in Gareth und die ersten Blumen sprießen aus dem Boden um euch herum. Noch sind ihre Blütenköche aber nicht geöffnet. Ihr stapft gerade mit großen Schritten, Rafim folgend über den Boron-Anger zurück in die Stadt. Dieser betrachtet ehrfurchtsvoll den Stab des Vergessens, das heilige Artefakt von Tar-Honak. Rafim, du blickst dich um nach deinen Freunden. Wo bleiben sie? Hinter dir kannst du erkennen, ihre Körper sind rußgeschwärzt und faulende Erde bröckelt an ihren Körpern herab. Über ihnen kannst du ein gähnendes Maul erkennen, ein Schlund, und ihr steht wohl im Inneren einer Festungsanlage. Jalan betrachtet gerade seinen rissigen und schartigen Zweihänder. An Isaruns Ohr bröckelt etwas Sand herunter und ihr Ohr ist weg. Als du dich wieder umsiehst, kannst du dich ein bisschen orientieren. Du siehst vor dir giftige Ranken und Efeu aufwuchern. Ihr steht nicht mehr auf dem Bohrenanger. Die Luft fluoresziert giftgrün vor deinen Augen. Du kannst sie sogar schmecken. Dann kannst du hinter dir Kieras zusammenbrechen hören. Blickst dich wieder um. Er ist gerade gestorben. Was ist mit dir? Was ist hier los? Herr Rafim blickt sich panisch von links nach rechts um, hält den Stab dicht an seine Brust. Was ist hier los? Beruhigt euch, mein Freund. Möchtest du nicht? Möchtest du nicht? Sie zerfallen. Sie zerfallen. Wer zerfällt? Alles gut, Großer? Sie zerfallen. Hast du noch die Knolle? Nein, nein. Nein, nein, sie ist weg. Herr Rafim schüttelt seinen Kopf. Seht ihr das denn nicht? Seht ihr das denn nicht? Ja, habt ihr schon wieder dieses Gesöff getrunken? Ömer schaut sich um. Was? Wo? Es zerfällt. Wo sind wir? Das für ein Gearbeitet. Geschmack. Pah! Ja, widerlich. Schwefel? Nein. Ah. Was habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, was es ist. Ein ewiger, ein unfassbar dunkler Raum. Janan, sein Zweihänder, er ist unter ihm weggerostet, wie damals. Mit der Knolle. Vielleicht Hattest das du mit der Knolle? eine Vision, Rafim? Ja. Eine Vision! Ja, das! Genau das! Haben wir die Knolle noch? Und Karinor ist tot umgefallen. Isarun ist das Ohr abgefallen und wir sind alle irgendwie. Ganz ruhig, ordne deine Gedanken. Wo warst du? Diese Festung! Ja, es ist eine Festung! Auf der Festung. Wir haben es also geschafft. Dann? Dann ist alles verrottet. Wie damals mit der Knolle. Bloß schneller. Schlimmer. Und dann ist Karinor stirbt. Jalan schaut nur noch verzweifelt seine verrottenen Zweihänder an. Aber ich sehe keine Feinde. Wir müssen uns gut vorbereiten. Gut vorbereiten. Das wird sehr, sehr schwierig. Vielleicht solltet ihr mit einem Geweihten reden. Vielleicht im Hesindetempel. Dorthin wollt ihr eh hingehen. Schilder eure Visionen. Irgendwas blickt auf uns herab. Aber was? Habt ihr etwas gesehen? Ein Umriss? Ein. Nein, es ist einfach wie eine. Wie als würde der Himmel mich anschauen. Wisst ihr, was ich meine? Es blickt einfach von oben auf uns herab. Ja, los, wir gehen zum Geweihten. Die wissen doch bestimmt was. Genau. Und Rafim umklammert immer noch fest den Stab mit beiden Armen. Nun gut. Lass uns gehen. Ja, so könnt ihr wieder nach Norden gehen, verlasst den Boron-Anger, lasst ihn hinter euch. Oder Stykomar folgt euch mit einigem Abstand, die Hände in seine Kutte geschoben, mit seinem, ja, sehr schweigenden Blick auf euch.
und dem Stab. Dann geht ihr wieder in das Viertel Sonnengrund hier, wo allerlei Schlamm herumliegt. Einiges Geschrei, was aus den Gassen dringt. Das Viertel, an das vor allem Abel mir keine guten Erinnerungen hat. Ihr könnt dann natürlich auch am Boron-Tempel vorbeigehen, am Boron-Tempel des Schwarzen Lichtes. Und dann wieder ins Innere der Stadt gehen, wo ihr ja nur nach kurzer Zeit dann im Stadttor, am Puninator aufgehalten werdet. Und dann ja entweder in Richtung des Hesinde-Tempels oder zum Heldenberg gehen könntet. Nun, ich würde vorschlagen, der Hesinde-Tempel. Dies klingt mir für eine gute Lösung. Selbstverständlich, der Hesinde-Tempel. Er ist gleich um die Ecke. Sind da denn noch Geweihte? Sicher, der Erzwissensbewahrer, Walner Jitzkog, ist immer noch da. Sehr gut, sehr gut. Nicht, dass sie uns auch alle weggestorben sind. Also, führt mich, Ömer, führt mich. Ich finde mich doch hier nicht zurecht. Natürlich. Ja, dann geht ihr am Arenaviertel vorbei und in Richtung des Pentagon-Tempels. Initium Sapientae Fides Hesindiae. Das fünfzackige Gebäude, das ihr schon so oft besucht habt. Die Treppenstufen nach oben, bis ihr dann im Inneren steht. Nach einer kurzen Suche könnt ihr dann den Hochgeweihten finden. Oh, euer Gnaden. Ah, oh, ihr beehrt mich wieder. Ja, die Zeiten sind hart. Mein Freund hier hatte eine Vision. Vielleicht könnt ihr ihm Klarheit verschaffen. Ja, nun, dann immer heraus damit. Visionen sollte man niederschreiben. Ja, also, wir standen, ich glaube, auf dieser Festung. Ist das der Stab? Stab des Vergessens? Ja. Ihr seid ein wissender Mann, dass ihr ihn direkt erkennt. Ja, schmeichelt mir, aber es ist natürlich meine Aufgabe als Hesinder Geweihter. Es ist lange her, dass ich ihn erblickt habe. Ich dachte, er wäre schon ewig verschollen. Ja, war er auch. Bin ja auch schon ewig alt, müsst ihr wissen. Ja, meine Vision. Genau. Wir waren der... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Über uns war etwas. Es hat auf uns herabgeblickt. Wie... Jetzt würde der Himmel mich anschauen. Wisst ihr, was ich meine? Als würde etwas herauf von oben auf mich herabblicken. Und dann standen wir dort in irgendeinem Hof. Ich weiß nicht, was es genau war. Es war dunkel. Also es war nicht Nacht, aber es war unheimlich. Um uns herum ist alles verfault. Gealtert? Ich weiß nicht. Mein guter Freund Kieras ist hinter mir gefallen. Aber ich weiß nicht, woran. Einfach nach vorne übergestürzt. Wie als hätte der Tod ihn ereilt, als wäre er zu Boron gegangen. Aber keine Wunden. Nichts. Isarun ist das Ohr abgefallen? Gefault? Ich mag es gar nicht beschreiben. Und unsere Waffen, Jalans Zweihänder, komplett verrottet. Als wäre er Jahrhunderte alt. Zeit ist vielleicht hier der Schlüssel. Wie ihr seht, Euer Eminenz, unser Freund hier hatte eine wahrhaftige Vision. Ein Blick in die Zukunft oder an einen anderen Ort. Aber wenn ihr euch selbst gesehen habt, dann... Wenn du in deinem eigenen Geist stecktest, dann sicherlich eine Vorahnung. Können wir uns denn gegen so etwas schützen, wenn uns jemand mit Zeit angreift? Nun... Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um Zeitmagie handelt, Zauberei, nein. Dadurch, dass ihr den Stab des Vergessens bei euch habt, wird das wohl sicherlich eher eine Geschichte sein, eine Vorahnung, die euch Boron geschenkt hat. Vielleicht wollte er euch warnen. Ihr habt doch mehr Ahnung von sowas. Was kann denn sowas bewirken? So dieses Gefühl, dass wir beobachtet werden, dieses... Verfaulen, diesen Verfall. Naja, Verfaulung, das könnte natürlich recht sicher dämonischer Einfluss sein. Und ich denke auch, dass der Dämonenkaiser, wenn er demnächst bei uns eintrifft, auch mit einigen Gotongis hier aufwartet.
Wie genau ist denn, sagte das Ohr von Isarun sei verfault? Einfach abgefallen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also nicht abgeschnitten, nein, es ist einfach wie ein Blatt von einem Baum. Wisst ihr? Einfach weg. Oh, Euer Eminenz, könnte es denn möglich sein, dass vielleicht eine der Erinnerungen, die in diesem Stab des Vergessens gespeichert ist, sich auf Raphim übertragen hat und vielleicht seine eigene Wahrnehmung überlagert hat? Oder ist das eine tatsächliche Gesichte? Das wäre natürlich ebenso möglich, die andere Variante, wie der Stab wirken kann. Es gibt wohl eine alte Inschrift zu diesem Stecken. Wie war es doch? Erinnern? Das waren drei Worte. Vergessen, verflogen? Genau, die meine ich. Es kann sein, dass es sich dabei um eine alte Erinnerung von jemand anderem handelt, aber dann sollte er nicht euch erblicken, sondern jemand anderen. Und da ihr nie dort wart, zumindest in der Vergangenheit nie, wird es sich nicht um eine Erinnerung handeln. Ich vermute, es war ein Blick in eine mögliche Zukunft. Aber ihr solltet wissen, dass die Götter... Es gibt natürlich so etwas wie Schicksal, aber glaubt nicht, dass ihr die Zukunft nicht verändern könnt, wenn ihr dieses Schicksal schon kennt. Denn dies ist nur eine von unzähligen Varianten. Eine Warnung von Boron selbst? Ja. Vaters, oder? War Vaters nicht für die Zukunft zuständig? Amras und Vater, die Töchter, glaube ich, Satinas? Da bin ich sogar überfragt. Nun ja, es ist eine tulamidische Weise, dass Satinas zwei Töchter geboren hat oder besaß. Die Tulamiden nennen sie Imras und Vaters, nicht wahr? Aber nun gut, das sind nur Geschichten. Tulamidische Märchen. Ja, ist ja auch jetzt nicht wichtig, ob Satinaf selbst oder Boron uns diese, oder wer auch immer uns diese Warnung geschickt hat, aber was können wir daraus lernen? Wie können wir uns vorbereiten? Wir müssen doch irgendwas daraus lernen können. Vielleicht erinnert ihr euch an den Ort, wenn ihr dort seid und könnt Schlimmeres verhindern. Wenn ihr diesen Ort also wiedererkennt, dann solltet ihr eventuell eine Warnung aussprechen. Ja. Kann es probieren, aber hoffen wir, dass es dann nicht zu spät ist. Rostige Schwerter. Wie gesagt, wenn wir uns mit den Unelementen beschäftigen und ich vermute, darum könnte es gehen, dann wird wohl weniger Satinaf hier ein Auge drauf haben, sondern eher das Gegenelement zu unserem Herrn Ingrim. Er wird das Schwert verrosten lassen. Vielleicht so etwas durch pervertierte Luft. So etwas in der Art, würde ich sagen. Rostende Luft. Ich habe ein altes Buch gehabt, unten in den Kellern, aber es ist vor, ich glaube, einem Jahr oder so verschwunden. Dort stand etwas von faulendem Feuer, glosendem Erz, der rostenden Luft und dem ätzenden Humus. Wie hieß dieses Buch? Von Unelementen. Bitte, was sagtet ihr? Die Verbindung von Unelementen. Ja, genau. Miteinander, untereinander. Wisst ihr noch, wie dieses Buch hieß? War ein dämonologisches Werk, eingebunden in eine Art Leder. Ein paar Textfragmente. Ich glaube, es war eine Abschrift des Arcanums, allerdings nicht das Original, was hier zur Wahrung abgelegt wurde. Es ist vor einem Jahr verschwunden. Seitdem haben wir die Sicherheitsvorkehrung etwas erhöht. Ja. Raphim, was wollen wir tun? Wir können diesen Stab nicht mit auf die Festung nehmen. Es wäre zu gefährlich für den Stab. Nein, ich dachte, der Stab soll verwendet werden gegen den Drachen, oder nicht? Nun ja,
Ich fürchte, das wird nacheinander passieren. Zumindest hoffe ich das. Und ich kann, wo habt ihr den Stab vorgesehen, wenn wir auf dieser Festung sind? Und natürlich in den treuen Händen eines Dienern Borons. Wo denn sonst? Nun, würde die ihnen Bruder Stükoma geben? Ich hatte da schon an einen Gebetsbruder gedacht. Einen äußerst ehrwürdigen Mann. Einen wahren Mann des Glaubens. Er ist sogar mit einem von uns verwandt. Es ist einer von den Herrn Karinos. Ihr wollt den Alanfanern diesen Stab zurückgeben? Oh, wie ungewöhnlich, dass ein Alanfanern einen Stab geben will. Der Stab gehört Herrn Honak. Der natürlich Stab gehört Boron. Der Stab gehört... war im Besitz der alanfanischen Glaubensbrüder und dort würde er hin zurückkehren. Was wie gibt es denn daran zu zweifeln? Wie wäre es, wenn wir den Stab hier im Pentagon-Tempel zurücklassen? Er ist hier gut geschützt und so können wir unliebsame politische Konflikte vermeiden. Ihr missversteht mich. Das ist nicht zur Diskussion. Das ist Besitztum der alanfanischen Boron-Kirche. Solltet ihr versuchen, diesen Besitz der Boron-Kirche vorzuenthalten, ist das Diebstahl. Ja, das ist nicht richtig, Meister Kanawa. Der Stab gehört Boron und seinen Kirchen, die sich jetzt politisch aufgesplittert haben. Richtig. Aber er kann nun gerufen werden von jedem, der seiner bedarf. Das sage ich ja auch nicht. Ich sage nur, dass ich es ihm einem Boron-Geweihten übergeben werde. Na, ihr sagtet doch eben, dass er im alanfanischen Großimperium gehört und das ist so nicht ganz richtig. Der Herrscher des alanfanischen Großimperiums ist ein Boron-Geweihter. Wo ist dann meine Aussage falsch? Ihr sagtet, dieser Stab gehört den Alanfanern. Der alanfanischen Boron-Kirche. Und wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter über die Worte streiten zwischen Besitz und wer ihn gerade in den Händen hält? Ich denke, das führt zu nichts. Nun gut, bald fürs Erste. Außerdem, wenn was der Geweihte sagt richtig ist, wovon ich ausgehen möchte, kann ja jeder Boron-Geweihte ihn rufen. Dann ist es ja vollkommen egal, wo wir ihn lagern. Das ist richtig. Ich wollte bloß vermeiden. Nun ja, lassen wir diese Thematik. Mir wäre es tatsächlich lieber, wenn er hier bleiben könnte. Vielleicht finden sich noch einige Informationen darüber, hier in den Tiefen der Bibliothek, wie man ihn nutzen könnte. Glaubt ihr nicht, dass ein Boron-Geweihter mehr Wissen darüber hat, wie man ein Boron-Artefakt nutzt? Ja, sicher, und als neutralen Treffpunkt ist doch der Pentagon-Tempel hervorragend geeignet, um die beiden Boron-Kirchen an einen Tisch zu bringen und darüber zu diskutieren. Lass uns doch den Boron-Geweihten Raphim, den ihr im Auge habt, einfach hierher holen. Genau. Ich werde ihn holen gehen. Ja, Raphim nimmt den Stab und geht dahin. Schick doch Meister Karinor. Eine gute Idee. Hier, Freund Karino und der gute Bandstrahler, Freund Jalan, dann schickt die beiden und könnt ihr währenddessen hier bleiben oder auch andere Dinge tun. Das ist gut, ich werde so lange hier warten. Raphim sucht sich eine Sitzgelegenheit. Ich nehme an, man kann sich hier irgendwo hinsetzen. Natürlich. Immer sitze ich mal daneben. Darf ich mal sehen? Ja. Also er nimmt du sollst ruhig eine Hand halten, Raphim. Ich will nur, dass du ihn sozusagen mal hier und da mir zeigst und zwar Ende und dann mal drehst. Ich will mir den mal genau angucken. Ich finde, ich werde vielleicht nie wieder im Leben dazu kommen, so nah an dieses bewundernswerte Artefakt dran zu kommen und es zu sehen. Natürlich, es muss bewundert werden. Der Herr Boron selbst hat es geschafft. Und somit immer sozusagen das Artefakt immer wieder so, was ich, wenn das so toll in Raphims Händen ist, aber wieder drehen zum Beispiel ein Stück weit, um sich das Artefakt mal sehr genau anzugucken und einfach, ja, sich zu überlegen. Und gerade die Sünden gehen ihm irgendwie durch den Kopf, dass er das Buch hier gestohlen hat, beim Drehen des Artefakts immer wieder. Sagt dazu aber nichts. Nun, wir haben noch viel zu tun. Isarun, sag doch einmal. Die Reihenfolge,
der Dinge, die wir zu erledigen haben, bevor die Festung hier eintrifft. Die Reihenfolge, also das weiß ich nun wirklich nicht. Ihr erwähntet noch eine Anzahl von Artefakten, die ihr gerne anfertigen lassen wolltet. Richtig. Ich versuche bei der Schwarzen Gilde noch ein paar Paralyse-Artefakte zu besorgen, für den Fall der Fälle, dass wir nun ja nicht unbeschadet von dieser Festung herunterkommen. Eine Fluchtmöglichkeit, beziehungsweise eventuell eine Einstiegsmöglichkeit. Ich glaube, die Weiße Gilde wollte ebenfalls prüfen, ob die Festung durch Fortifex geschützt ist. Ganz richtig, aber so wie ich es verstanden habe, sollen wir morgen erst wieder bei Ihnen anfragen. Abgesehen davon haben wir heute Abend noch ein Treffen in der alten Residenz. Nun gut. Ich meinte mich zu erinnern, dass wir auch beim Ingram-Tempel noch vorbeischauen wollten. Das ist korrekt. Dort, wenn wir dort noch jemanden von den Geweihten antreffen, könnten wir die Geschosse, die Thorn Eisinger und Konsorten haben, zusammentragen lassen, segnen lassen. Oh, apropos segnen, Finsterfang sollte selbstverständlich auch eine Boronweihe erhalten. Ich schaue mich mal fragend zu Anziehen um. Guck dich an. Könntet ihr vielleicht etwas in die Wege leiten? Ja, selbstverständlich. Wenn ihr mir die Spitze in die Hand gebt, dann kann ich damit durch die Stadt rennen und eine Boronweihe auf zumindest diese Spitze legen. Das wäre möglich. Ich glaube, der Hochkönig hat die Spitze, nicht wahr? Ich glaube, ja. Das ist richtig. Wir wollten ihm sowieso noch Bescheid sagen lassen, dass er sich mit Thorn Eisinger und Angesha zusammentun sollte. So, was war noch? Ihr erwähntet irgendetwas von, den Hexen in Gareth. Ihr wolltet es von ihnen, nicht wahr? Nun, wir müssen alle Möglichkeiten prüfen, um irgendwie auf die Festung zu gelangen. Und wie jeder weiß, verfügen die Hexen über gewisse Flugfähigkeiten. Das sollten wir zumindest in Betracht ziehen. Ich bin froh, dass Jan es nicht so mitbekommen hat. So richtig, was wir vorhaben mit den Hexen. Ich glaube, er würde das nicht gutheißen. Nun, er hat von Magie sowieso wenig Ahnung. Das ist richtig, aber man muss ihn ja tief mit der Nase drauf stoßen. Vielleicht sollten wir dieses etwas diskreter erledigen. Wie kommen wir zu den Hexen? Kennt ihr jemand? Ich persönlich nein, aber ich habe gehört, dass im Südosten von Gareth wohl ein Zirkel sein soll. Ja, in den Krähensteinen, das ist richtig, aber ich glaube, wenn ihr dort einfach eindringt, vor allem mit einem Bandstrahler an der Seite oder einem Pfeil des Lichts, dann werden sie euch sicherlich einen Fluch oder so etwas auf den Hals setzen und dann verschwinden in den Krähenstein selbst. Also da sollte man sich, glaube ich, ankündigen, wenn ich den Gerüchten trauen kann, aber das kann sicherlich auch noch immer bestätigen, dann wird es hier irgendwo in Tempelhöhe einen Verbindungsmann oder eine Verbindungsfrau geben. Da müsste man mal mit einem gassenkundigen Helden etwas genauer herumstreunern. Ömer? Ich kann da gucken, ob ich da jemanden finde. Die Frage ist, für was? Jetzt hier, dass wir da Kontakt zu den Hexen herstellen, dass wir sie mobilisieren wollen für unseren Kampf. Oder für den Kampf von allen im Endeffekt hier gegen die Schwarze Feste. Ja, unter anderem, also es ist natürlich wünschenswert, dass alle Garretter sich am Kampf gegen die Fliegende Feste und ihre Besatzung beteiligen. Aber es geht auch darum, die Flugeigenschaften oder Flugmöglichkeiten der Hexen zu prüfen und zu schauen, ob wir durch sie auf die Feste gelangen können. Wenn ich das richtig verstehe, misstrauen die Hexen den Gildenmagiern, weil sie alles Mögliche analysieren und am Ende einstecken. Mit den Worten, wir haben ja hier dieses komische Forschungsrecht. Vielleicht könntet ihr sie überreden? Ist es nicht auch so, dass ihr beiden manche schwört, hier sind, Geweihte? Dass ihr das vom Forschungsrecht abgesehen wird, dann würde ich das bestimmt tun.
Ist es nicht auch so, dass manche hier Sindegeweihte freundliche Beziehungen zu den Hexen pflegen? Vielleicht das auch. Wer weiß. Ich fürchte, wir können nicht für die Gildenmagier sprechen. Das können wohl nur die Spektralitäten bzw. die Konvokata prima. Tatsächlich verstehe ich natürlich die Bedenken, die Hexen im Umgang mit uns haben mögen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir zur Zeit der Priesterkaiser leben und sie einfach so verfolgen wollen. Wir könnten sie einladen zu einem Gespräch, wo die Karten auf den Tisch gelegt werden, wie man so schön sagt. Ihr habt doch jetzt ein neues, hübsches Haus. Ladet sie doch zu euch ein. Zu ein paar Keksen. Das wäre möglich. Allerdings ist Frau Putz abgereist. Ich fürchte, nun, vielleicht sind noch ein paar Kekse da, aber wir werden sehen. Wissen Sie zumindest, wo Sie euch suchen müssen, wenn irgendwas nicht gut geht. Aber das wäre ein vernünftiger Vorschlag. Gut, dann gucke ich mal, ob ich da eine Einladung ausgesprochen bekomme, der Sie nachkommen. Vielleicht wird sich auch nur eine Vertreter oder Vertreterin zeigen, ich weiß nicht genau. Vielleicht einer. Die sind Hexen organisiert in Zirkeln, oder? Meines Wissens nach ja. Vielleicht eine Art Vorsteherin, eine Oberhexe? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Nun, tja, was ist noch zu tun? Lasst uns überlegen. Richtig. Wir müssen noch, ihr wisst schon, mit wem reden. Dem großen Geschuppten. Ich will seinen Namen jetzt nicht nennen hier. Ach je. Ja, das ist wohl angeraten. Wir brauchen diese Drachenkugel. Ich vermute es zumindest im Kampf gegen den schwarzen Drachen. Nun, er ist weit weg von heimischem Territorium. Von daher ist die beste Möglichkeit, ihn hier anzugreifen, denke ich. Das wird wohl auch unser Freund in den Drachensteinen einsehen. Nun, wir müssen auf jeden Fall bei ihm vorschlägig werden. Ich denke, Jellef könnte uns dorthin bringen. Wir müssen allerdings sehr vorsichtig agieren in seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, wie ein Drache reagiert, wenn man ihm nun ja unverblümte Forderungen stellt. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr viel agieren. Fordern können wir ohnehin nichts. Wir können nur um seine Unterstützung bitten. Richtig. Vor allen Dingen, wir müssen auch von ihm erfahren, wie diese Drachenkugel funktioniert. Nur die Drachenkugel in Besitz zu bringen, hilft uns nicht weiter. Das ist richtig. Meldet sich jemand freiwillig für diese Mission? Es wäre wohl angeraten, dass diejenigen dorthin gehen, die den Drachen schon einmal begegnet sind. Ömer? Was denn? Ich dachte, ja, da hat er so einen guten Kontakt zu dem und kann mit ihm in seinem Kopf sprechen. Ja, aber verstanden. Er hat ihn doch gar nicht reingelassen in seinen Hort. Also. Aber trotzdem scheint er ja trotzdem, die scheint er trotzdem eine Verbindung zu haben, die ich nicht habe. Nun ja, wir sollten das im Hinterkopf behalten. Vielleicht sollten wir noch einen Ersatz für Jalan mitschicken, falls der herrliche Drache sich weigert, Jalan zu empfangen. Nicht, dass diese Mission schon in Anfängen scheitert. Freiwillige vor. Wart ihr nicht auch dabei? Ihr könnt doch mitgehen. Ja, das wäre vermutlich angeraten. Wenn ihr mir das zutraut. Immer nichts, klar. Ja. Stimmt. Isarun? Sicher, ich kann mitkommen.